So, Jungs, ich würde sagen, lasst uns mal starten. Das Ganze ist ja eine sehr entspannte Umgebung hier. Vielen Dank nochmal an das Glashaus, dass wir hier sein dürfen, dass wir die Location nutzen dürfen. Die beiden Jungs von Academy haben uns hier so ein bisschen vor der eigentlichen Öffnung reingelassen, zusammen mit dem Fabo. Eigentlich nur der Fabo. Nur der Fabo, aber durch euch sind wir hier. Also ihr habt gesagt, lass uns hier treffen. Der Fabo ist eine coole Socke. Der Fabo hat eine schöne Lounge, die irgendwo in Oberramstadt liegt. Das ist Nähe Darmstadt, soweit ich das gesehen habe auf meinem Navigationsgerät. Und die Lounge hat einiges zu bieten. Und ich bin zum ersten Mal hier. Und Tabakauswahl, Pfeifenauswahl sieht sehr gut aus. Und das Ganze haben wir jetzt hier für eine kleine Stammtischrunde genutzt. Genau. Sehr spontane Stammtischrunde. Sehr spontane und sehr wild durchgewürfelte Runde hier. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich hier bin. Also, kannst du das in die Kamera kurz sagen? Ich bin gegen meinen Willen hier. Ja, so wirklich ist es hier auch einfach nur so als Talkrunde gedacht. Stefan, guck mal, der wird die ganze Zeit. Stefan, hast du schon mal frei in einem YouTube-Video mit uns geredet? Mit euch im Video bin ich mir wirklich unsicher. Warst du schon mal in irgendeinem YouTube-Video? Vielleicht in ein oder zwei, aber nicht wirklich geplant. Auch du musst einfach, du musst dran denken, das Ding steht da nicht, das Ding steht da nicht und es läuft kein Video. Also wir quatschen genauso wie vorhin weiter. Du hast eigentlich damals schon. Vor einer Stunde ungefähr, angefangen, so mit den Thematiken, die wir heute vielleicht so ein bisschen beleuchten wollen. Darf ich kurz noch was sagen? Wenn du dein Mikrofon an deinen... Stell dir einfach vor, alles sind nackt und die Kotztüten sind unterm Sitz. Hallo. Musst du kotzen? Nein. Okay. Auf jeden Fall Thematiken, die wir beide, so in Dreierrunde schon mal besprochen haben, ging ja damals so um die russische Thematik, ging so ein bisschen um Merlochköpfe, ging so ein bisschen um russische Darkblends, ging allgemein um die Materie. Mit Alex selber, der jetzt gerade krass am Zittern ist, weil das Vorführeffekt ist. Zitter nicht. Wir beide haben zum Beispiel auch schon mal was Amerikanisches abgedreht, was sich auf Tangis bezogen hat. Das ist ein Darkblend, der aus Amerika kommt. Und wir haben uns so ein bisschen gedacht, wir haben vorher so überlegt, was können wir machen an Content, was können wir aufnehmen. Der nette Herr rechts neben mir ist zum Beispiel ein Verfechter von einem Funnel-Setup mit einem Tangiers. Die beiden sind so die Verfechter für Merlochköpfe und russische Darkblends. Der nette Herr ist so zwischen beiden Welten, ist eigentlich ein absoluter Tangiers-Liebhaber, feiert aber auch die russischen Sachen, mag beide Setups, kommt vielleicht eher von einem Funnel-Setup damalig, ist vielleicht mehr auf ein Merloch-Setup jetzt gegangen. Und ich stehe zwischen allem also und bin eigentlich nur hier, um euch so ein bisschen das näher zu bringen. Also ich kann eigentlich wieder gehen. Ich feiere definitiv russische Sachen auch. Ja. Aber rauche halt hauptsächlich Tangiers. Okay, also ist nochmal so eine leichte Korrigierung meiner Aussage, aber im Prinzip trifft es ganz gut, dass du eher so auf dem amerikanischen Pfad bist, weil du es am meisten konsumierst, sagen wir es so. Und das Ganze finde ich ganz interessant, weil du hast zum einen schon mal ein Video mit mir gemacht, wo wir die Tangiers-Kopfbauten erklärt haben. Wir haben das gleiche gemacht mit russischen Darkblends in Merlochköpfen. Und ich glaube, dass ganz interessant werden könnte, heute einfach mal zu hören, wieso du zum Beispiel sagst, hey, mein Setup ist ein Funnel-Setup, ich liebe es im Funnel zu rauchen. Für mich gibt es Merloch, hat eine Daseinsberechtigung, aber ich nutze es nicht. Warum? Ja, aber der wichtigste Punkt ist halt auch immer der Punkt für mich, weil ich finde es immer total subjektiv. Absolut, ja. Darüber reden wir ja heute. Also das soll nicht heißen, dass es allgemeingültig ist. Wir haben es ja schon mal gesagt. Ich werde das gleich festtackern an deiner Brust. Geil, Alter. Wollte ich schon immer. Wir haben ja schon immer gesagt, wir geben so eine Guideline, sage ich mal. Wir jetzt in dem Sinne auch für Blackburn hier zum Beispiel, auf Blackburn jetzt das Beispiel bezogen. Wir sagen, wie der Hersteller sein Produkt promotet. Ich meine, die haben sich ja bestimmte Dinge bei der Produktion gedacht, wie das Produkt performen soll, und haben ja ihr Setup auch drauf abgestimmt. Heißt aber nicht, dass wenn euch das Setup nicht gefällt oder keine Ahnung, ihr ein anderes Setup habt, ihr könnt rauchen, wie ihr wollt. Wir geben euch eigentlich hier nur Guidelines als langjährige Darkblend-Raucher, was wir persönlich in den letzten Jahren für uns rausgefunden haben, was auch für uns das beste Setup ist. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen, wenn ihr lieber anders rauchen wollt, raucht gerne anders. Ja, ich fände es vielleicht ganz interessant, wenn wir im weiteren Verlauf dieser Aufnahme eher weniger in die Kamera sprechen, sondern eher so in der Runde bleiben. Gerade, du hast gerade auch gesagt, du hast auch nochmal gesagt, subjektiv, sehr, sehr subjektiv, wir wollen das nicht sagen, um die Leute zu überzeugen davon, sondern einfach nur so ein bisschen, wieso du oder du dich entschieden hast. Richtig. Einfach Input geben. Richtig. Wie wollen wir starten? Du warst letztes Mal in den Interviews, die wir geführt haben, eigentlich der Mediator mit den Fragen. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass du jetzt so eine Frage stellst, wo wir dann 10 Minuten ins Zuhör quatschen können. Hast du was, mein Lieber?
Ich hätte eigentlich ein bisschen mir gewünscht, dass jetzt von der Funnel-Fraktion da drüben so ein krasser Hate kommt oder so, wo man sich so ein bisschen fetzen kann. Doch, aber... Ja, Hass. Nee, aber ich glaube, das ist halt das Ding. Mich würde es tatsächlich interessieren, so wie baust du dein Funnel-Setup mit Tangents? Ich meine, wir rauchen auch gerne Tangents, ne? Mal im Mehrloch, mal im Funnel, je nachdem. Mich würde das wirklich interessieren. Wir können ja als Aufhänger, so wie du sagst, erstmal Tangius nehmen, dass wir vielleicht auf seine Sichtweise mal darauf eingehen, wieso du zum Beispiel Tangius im Funnel lieber baust und wieso die beiden dann im Nachzieher, quasi im Nachzug, sagen können, warum die lieber im Merloch Tangius rauchen. Vielleicht wäre das ein guter Start. Ich rauche am liebsten Tangius halt einfach im Funnel, weil du kriegst meiner Meinung nach das Maximum am Tabak raus, gerade weil er, finde ich, ohne seinesgleichen ist, was Rauchdauer angeht. Also wenn man Tangius vernünftig im Funnel raucht, wenn du da keine 2 Stunden rausholst aus dem Kopf, dann ist er meiner Meinung nach einfach falsch gebaut, weil das kriegst du locker raus. Und ich hatte so viele Sessions schon, wo ich oft Kohle nachgelegt habe und auch einen Kopf mit wenig Verbrauch 4 Stunden geraucht habe. Also wenn das Hitzemanagement einfach passt, ist es für mich einfach ergiebiger und ich finde, die Flavor kommen so geiler raus. Aber dazu jetzt direkt, also du legst dann schon Kohle nach. Also du sagst dann, das Setup funktioniert für dich 2 Stunden bis 4 Stunden hoch, wenn du Kohle nachlegst. Ja, meistens mache ich es aber so, dass ich mir, je nachdem welchen Kopf ich gebaut habe, es ist halt natürlich auch immer flavorabhängig. Mhm. Alles mit Kaschmir kannst du eigentlich ewig lang rauchen, weil Kaschmir ein sehr, sehr beständiges Aroma ist. Wenn ich weiß, dass ich jetzt zum Beispiel einen langen Film schauen will, einen 3-Stunden-Film oder so, und dabei läuft ein Kopf, dann mache ich mir auch gern mal 6 Kohlen an am Anfang, aber ich buddel die Kohlen in die Asche ein. Weil die Kohlen sind dann nicht mehr so aggressiv heiß wie direkt vom Anzünder, weil dann haben die natürlich immer richtig Power, aber die werden nicht klein. Also die behalten eine richtig gute Größe noch bei und dann kannst du dir auch nach 3 Stunden noch die Kohle aus der Asche ausbuddeln und hast fast eine frische, die aber halt nicht mehr die extreme Hitze hat, dass der Tabak halt geschockt wird von der Hitze. Da haben wir auf jeden Fall schon mal die Gegensätze, weil wir sind nicht die Fraktion, die dann 4 Stunden oder einen Kopf raucht oder 2 Stunden. Bei uns läuft das, denke ich, Maximum immer auf so eine Stunde, Stunde 15 raus. Und dann machen wir uns einen frischen Kopf, weil das Aroma einfach nicht mehr so da ist, wie wir das gerne hätten. Wo wir dann auch sagen, der Tabak ist durch. Gerade auf russische Blends bezogen, ist dann relativ schnell, sage ich mal, das Aroma auch flöten. Ne? Und wir wollen halt dann lieber, sagen wir dann zum Beispiel, wir wollen einen frischen Kopf machen, weil wir lieber nochmal ein gescheites, wie beschreibt man das, ein Aromaerlebnis haben wollen. Ja. Weißt du, das volle Aroma, was der Tabak hergeben kann. Ich das, liegt auch, denke ich mal, daran, dass der Alex zum Beispiel auch teilweise Low Heat raucht. Ja, und definitiv. Manch andere wie wir dann wirklich dann High Heat mit teilweise 3 oder 4 Kohlen anheizen und dann auch sehr heiß rauchen. Und je heißer man raucht, je schneller ist der Tabak auch gar. Und dementsprechend... Ich erinnere mich bei Alex zum Beispiel, du hast es angesprochen mit Low Heat. Du rauchst den Tangius oft mit 1,5 Kohlen an. Ja, genau. Also eine im HMD und die andere auf Kipp quasi. Das ist ein guter Vergleich, den du sagst. Ein Merloch rauchst du vielleicht mal auch mit 4 Kohlen an oder auch mit 3, sodass die Hitze direkt am Anfang auf irgendwo einem Peak ist, die dann gehalten wird. Und beim Tangius machst du es genau andersrum. Genau. Du baust die Hitze langsam auf, damit der Tabak langsam Hitze gewinnt. Und zum Ende hin kann der ja eh Hitze ab ohne Ende. Mhm. Und ich glaube, du hast ja früher auch in den Streams gemerkt, die Köpfe, wenn du die halt entspannt anrauchst und den halt am Anfang nicht 2-3 Minuten gibst zum Warmen werden, sondern mal gut und gerne eine Viertelstunde, bis der richtig läuft, dann hält der Kopf ewig lang. Ja, fühle ich. Bei mir ist es tatsächlich so ein Mittelding. Also ich muss sagen, ich fühle das, wenn du sagst, du willst den Kopf ein bisschen entspannter und länger rauchen. Erwische mich aber viel zu häufig auch dann, genau bei euch, dass ich sage, hey, nach einer 3-4 Stunde, ich will was anderes haben. Mhm. Ich will gar nicht diesen Kopf so lange rauchen. Ich will den gar nicht so entspannt die ganze Zeit rauchen, sondern ich will einmal diesen Impact von diesem Flavor haben, einmal schönes Nikotin merken und dann reicht dieser Kopf für mich und dann würde ich mir entweder einen neuen bauen oder halt Schluss machen. Also ich hätte gar keinen Bock, dann so 2 Stunden an einem Kopf zu perzen. Ja, für mich ist es auch, halt auch oft vorher so der Gedanke, ich mache mir Gedanken über meine Mixes. Ich weiß, wie welche Sachen zusammenpassen und bereite mich dann sozusagen darauf vor, okay, ich rauche den Kopf jetzt eine Weile. Der Mix muss schon passen, weil wenn der Mix dann nicht passt und du rauchst den Kopf halt so lang, dann nervt es übel. Also ich habe so Momente, ich sag mal, je nachdem, wie man das Setup baut, ne, wenn man ein bisschen mehr Knoppenkontakt hat und direkt mit 4 Kohlen anraucht, dann ne, eine Stunde, maximal Stunde 15. Es gibt aber auch Setups, wo man dann vielleicht ein bisschen defensiver gebaut hat und dann merkst du so nach einer Stunde 15,
da ginge noch was. Ich müsste jetzt vielleicht noch mal ein bisschen frische Kohlen nachlegen, vielleicht dann noch mal die dritte oder die vierte quasi noch mal rein. Alles ein bisschen abgeklopft und alles noch mal die Hitze gegeben. Aber da, wie ihr beide auch schon gesagt habt, so dann wieder ein neues Raucherlebnis, sich wieder auf was Neues einzustellen. Und manchmal auch die Faulheit, dass man sich dann nochmal neue Kohlen anlegen müsste. Das würde ich zu Hause sowieso nie machen. Genau. Bin ich ehrlich, da bin ich zu Hause viel zu faul für, wirklich nochmal Kohle für einen laufenden Kopf nachzulegen. In der Lounge verstehe ich das. In der Lounge in Russland wird ja auch Kohle jede 20 bis 30 Minuten nachgelegt und der Kopf hält auch 2 Stunden, 1,5 Stunden. Ja. Zwar auf einem anderen Level dann als jetzt wie bei dem Tengis, den du 2-3 Stunden perzt, aber zu Hause würde ich es niemals machen. Mhm. Das ist mir viel zu wenig wert. Ich mache es dann halt so, wenn ich weiß, dass ich den Kopf kürzer rauche, nehme ich halt einfach einen flacheren Funnel. Ganz einfach. Also ich habe einen Funnel, da kriege ich 8 bis 9 Gramm rein. Mit Tengis rauche ich da auch knapp 1,75, fast 2 Stunden. Je nachdem welches Aroma natürlich. Mhm. Und dann baue ich mir lieber so frische Köpfe und habe dann auch immer das Erlebnis. Aber was mich interessieren würde, wenn du jetzt, sage ich mal, einen Funnel nimmst mit einem größeren Depot als jetzt 8, 9 Gramm und den aber auch auf eine kurze Session ballerst, dann hast du ja nochmal ein intensiveres Geschmackserlebnis, als wenn du es mit einem, also so stelle ich mir das vor. Prinzipiell gebe ich dir recht, aber bei meiner Kopfbauweise fackelt dir der Kopf dann einfach brutal ab und du hast dann nur noch den Molasse-Geschmack und es ist einfach eklig. Also meine Köpfe kannst du per se nicht so heiß rauchen, weil die es einfach nicht abkönnen. Mhm. Krass. Ich würde jetzt gerade mal interessieren, außer du hast direkt was du anfühlen möchtest. Wie es bei Stefan ist. Ich denke, Stefan als Tengias-Liebhaber, also ich würde dich auch eher in Richtung Alex zählen, als in diese russische Sache. Beides, aber ich glaube, so von Grund auf war Tengias bei dir das Ding, oder? Es gibt beides. Bei Tengias ist halt die Möglichkeit, dass du sagst, du rauchst es leicht dense, zum Beispiel im Funnel oder auch von mir aus full dense, je nachdem, wie verträglich an sich Tengias für dich ist, von der Stärke her, vom Nikotingehalt, wie auch immer. Und dann gibt es ja klar die Möglichkeit, was wir auch in Prag dann kennengelernt haben, von der Stärke 1 bis 10 im Meerloch, dementsprechend, na klar, auch da teilweise dänzt und dementsprechend auch wiederum über die Hitze die Stärke zu regulieren. Viele Kohlen dann teilweise stärker, wenig Kohlen ein bisschen schwächer oder halt dann dementsprechend mit der Dänzigkeit, also mit der Andrückbarkeit vom Tabak, da auch ein bisschen zu variieren. Und abhängig bei mir vor allem ist es, wie war mein Tag? Habe ich gut gegessen, gut geschlafen, wie auch immer? Und je nachdem, wie ich dann halt so drauf bin an dem Tag, rauche ich eine 6, eine 7 oder halt mal eine 10 und dann schaller ich mich auch mal weg und sage, ich möchte jetzt schlafen, dann gönne ich mir richtig schön gesagt. Halbe Stunde locker fluffig im Meerloch und zack, danach bin ich krank. Ja, ich will ganz kurz noch zwischen rein grätschen. Bei mir hängt es auch immer extrem krass von den Aromen ab, weil es ist ein wahnsinniger Unterschied, wie unterschiedlich so einer der bekanntesten und ist nicht der simpelste, aber einer der bekanntesten Flavor von Tengias, Cashmere Peach. Wie unterschiedlich der laufen kann, ob du den locker baust, ob du den mittelfest baust oder ob du den richtig reinhaust. Weil ich finde, wenn du den locker baust, bekommst du extrem präsent die Kaschmirnote. Ja. Wenn du den richtig fest reinpresst, bekommst du sehr, sehr viel Pfirsich und das Kaschmir geht eher in den Hintergrund. Und so kann man auch immer variieren, wie der Kopf halt läuft und wie lange er läuft. Und gerade bei so fruchtigen Sachen, das habe ich dir damals ja auch ans Herz gelegt, gerade so die besten Beispiele, die mir jetzt direkt einfallen, so ein Blackberry Lime oder ein Eric's Mango. Wenn du die lockerer baust, sind die von der Aromaentfaltung wesentlich besser, aber halten dann halt einfach nicht so lange. Und den Zwiespalt besonders musst du halt dann bei so nach und nach Eric's finden. Mango, ja. Da haben wir es auch extrem gemerkt, als wir den das erste Mal geraucht haben, dass der, du riechst dran, am Anfang schmeckt er, wie er riecht, aber du hast, ich sag mal so, nach einer halben Stunde merkst du schon, wie es dann nicht langsam abflacht, sondern relativ rapide runtergeht vom Aroma. In meinem Setup ist es eher so, du hast die anfangs, wie gesagt, bei mir dauert der Kopf 10, 15 Minuten, bis der an ist. Die ersten Züge, wo der Kopf noch relativ kalt ist, ist der so unglaublich fantastisch. Ja. Das habe ich dir damals, glaube ich, gesagt, als ich den das allererste Mal hatte. Das ist für mich der beste reine Fruchttabak, den es gibt vom Aroma. Ich finde den unglaublich geil. Aber du hast halt so einen Peak, der läuft am Anfang kurz, dann droppt er richtig krass und hält sich dann auf so einem niedrigeren Niveau. In meinem Setup sehr, sehr lang, also so, ich würde sagen 1,5 Stunden. Aber dann geht es bei dem rapide bergab. Und dann hast du ganz schnell gar kein Flavoring mehr drin. Das hast du halt bei einem Cashmere Peach zum Beispiel absolut gar nicht. Genau. Also selbst wenn wir den mal in irgendeiner Bar rauchen oder so, überlebt er halt ohne Probleme einen Kohlewechsel. Ja. Und wenn du jetzt einen Eric's Mango hast und du ballerst da frische Kohlen rein, kannst du eigentlich den Kopf direkt runternehmen und ciao, neuer Kopf. Bringt absolut gar nichts. Was halt das Geile ist beim Cashmere Peach,
wenn das Aroma von dem Pfirsich irgendwann einfach nachlässt und du magst Kashmir Peach, deshalb hast du dir auch Kashmir Peach gebaut, magst du auch die Kashmir-Komponente und die hält gefühlt bis zum Lebensende in einem Kopf. Also das ist Wahnsinn. Stimmt. Ja, die Sache ist ja die, Tangis ist ja ein sehr, sehr spezieller Tabak, so, ne, mit dem du, wie wir gerade schon gesagt haben, viel anstellen kannst. Und wir haben ja immer mal wieder die Frage, ne, so kann man zum Beispiel Blackburn oder andere Darkblend-Sorten auch im Funnel bauen oder ist Meerloch doch besser? Baust du jetzt zum Beispiel auch andere Darkblend-Sorten im Funnel und benutzt, sag ich mal, die Techniken, die du von Tangis dir angewöhnt hast, dafür? Nein. Also wenn ich, das ist sehr interessant, ich finde das selbst immer interessant, wenn ich zum Beispiel einen Mix baue aus Virginia, Tangiers und noch einem anderen Dark Blend. Den Virginia baue ich meistens sehr, sehr locker rein in den Funnel. Den anderen Dark Blend dann ein bisschen komprimierter und Tangiers je nach Aroma halt dann fester, aber definitiv fester als die anderen Dark Blends. Und so ergibt sich das dann meistens, dass du während dem Anrauchen irgendwann so einen richtigen Throat Kick hast, weil der Tangiers dann hochgekommen ist und den Aufsatz komplett berührt. Und dann merkst du es einmal kurz im Rachen und dann weißt du, okay, jetzt ist er an und dann läuft der Kopf auch durch. Mhm. Das heißt, du baust dann auch im Funnel, du mischst nicht nochmal durch, du baust einfach nebeneinander. Ich baue nebeneinander. Okay. Aber halt unterschiedlich. Du versuchst es auszugleichen durch die Höhe, die du baust. Genau, unterschiedlich fest, dass halt die Hitze auch für jeden Tabak richtig dosiert da ist. Das klingt jetzt viel mehr nach Wissenschaft, aber irgendwann hast du einfach so ein Gefühl dafür. Und das finde ich jetzt interessant, weil wenn man so ein bisschen die Struktur anschaut, ne, also viele kommen ja von Tangis und diese ganzen russischen Darkblend-Sorten sind ja jetzt erst in den letzten Jahren wirklich hochgekommen. Ja. Aufgrund von Tangis, muss man sagen, haben die Russen erst angefangen, überhaupt ihre Produkte auf den Markt zu werfen und zu produzieren, rum zu experimentieren. Also grundlegend kann man einfach sagen, dass Tangis, wenn Tangis nicht gekommen wäre, wäre definitiv der russische Markt nicht gewesen. Hm. Beziehungsweise wäre vielleicht gewesen, aber definitiv nicht dieses, ich nenne es jetzt einfach mal OG-Level, den Status hat so momentan ein bisschen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Sei mal dahingestellt, aber dieses OG-Level, dass die Russen gerade was Darkblend angehen, so die Künstler sind überhaupt. Aber ich finde halt, ohne Tangis wäre es nicht gekommen und eigentlich fast jeden, den wir kennen, der Darkblend raucht, schon seit Jahren hat auch mit Tangis angefangen. Die Russen sagen es ja auch selbst. Ja. Also nicht, dass es das Fundament ist, worauf die aufgebaut haben, sondern dass Tangis für die immer noch OG Platz 1 ist. So. Das hat Marie Cosmo zum Beispiel in den Interviews, die wir haben, der hat das auch gesagt, dass gerade auch nachdem Eric in Russland da reingegangen ist, haben die erst angefangen, haben gesagt, okay, diesen Standard-Tabak wollen wir nicht, wir wollen dieses härter, aber wir wollen das nochmal anders machen. Weil, also die Sache ist halt die, worauf ich hinaus wollte, war, dass man ja diese OG-Phase hatte mit Tangis und ich habe das Gefühl, dass viele Leute versuchen, genau das fortzuführen, also halt aber mit den Bauweisen von Tangis, mit anderen Darkblend-Sorten und ich finde, das ist vielleicht genau dieses Ding, ne? Deswegen hat sich vielleicht auch die Funnel-Kultur so krass etabliert, weil vieles dann auch aus diesen OG-Zeiten kam. Ja. Und du sagst ja selber, du baust deine anderen Darkblend-Sorten nicht im Funnel, weil es dafür vielleicht nicht ausreicht. Funnel, aber lockerer. Okay, lockerer, aber ich sag mal, diese Techniken, ne? Mit Undancen, Full-Dancen, reinpressen, funktioniert damit nicht so. Und vielleicht ist das dann so ein bisschen, wo Darkblend Sorten, die nicht Tangis sind, ihre Grenzen haben, würde ich sagen. Es gibt einen Hersteller, der ganz viele Probleme damit hat, weil man den sehr fest baut. Und das ist Must-Have. Also wenn du Must-Have sehr fest baust, hast du dann halt einfach so einen richtig nassen Klumpen an Tabak da drin. Und der kocht dir einmal hoch und dann hast du nur noch Molasse-Geschmack und das ist echt ätzend. Also bei Must-Have musst du, finde ich, wesentlich mehr aufpassen als bei einem Blackburn, weil ein Blackburn vom Schnitt halt doch wesentlich grober ist. Und der wird von Natur aus nicht so komprimiert liegen wie ein Must-Have. Und deshalb hast du da nicht so krasse Probleme. Also Blackburn kannst du eher dense rauchen als ein Must-Have, meiner Meinung nach. Aber ich persönlich finde, Tangis ist nicht mehr so extrem das OG-Ding, weil viele kennen halt nur die klassischen Sorten von Tangiers. So ein Kashmir Peach, guck mal, wie lange es den schon auf dem Markt gibt. Natürlich ist es ein OG-Flavor, natürlich hat er nicht so extrem viele Spitzen und Kanten. Das ist ein super Flavor, aber
ist halt nichts Neues, aber wenn man dann eine neue Sorte zum Beispiel probiert, ich bin halt direkt da sehr nahrhaft, was das angeht, zum Beispiel so ein Aqua Fresca, das ist ein Flavor, der schmeckt, wenn du ihn rauchst, gefühlt, als würdest du Wasser rauchen. Du rauchst Wasser mit Gurke und bisschen Limette und du denkst dir, okay, der, beim Rauchen, der, der ist nicht penetrant, der ist nicht krass intensiv, der geht dir nicht auf die Nerven und du denkst dir, okay, wenn ich den in den Mix reinhau, ist komplett alles verloren. Hm. Gar nicht. Du kannst den bis zur Hälfte mit anderen Sachen mischen und du hast trotzdem diesen Wassergeschmack komplett im Vordergrund. Das ist so interessant und das ist halt das Problem, weil die meisten nur so auf die alten Sorten schwören und nicht neue Sachen ausprobieren wollen, obwohl die neuen Sachen meiner Meinung nach sogar noch wesentlich besser sind. Ausgereifter, würde ich dann einfach sagen auch. Ne? Und du hast experimentierfreudiger. Wir rauchen auch sehr gerne auch die neuen Sorten von Tengis. Natürlich sind die Klassiker Kashmir, Kashmir Peach und das in jeglichen Varianten. Mit Kashmir kannst du, ist, finde ich, einer der Flavor, wo du sagst, da kannst du so viele Sorten, Flavor mit reinmischen und es wird dir einfach schmecken, egal wie ausgefallen es ist. Was halt auch der Punkt ist bei Tengis, gerade wenn man mit dem Hersteller direkt selbst spricht, die haben halt eine ganz, ganz eigene Herangehensweise an Flavor. Die sagen maximal 3 Aromen für einen Mix, das ist das Maximum für die. Minze ist jetzt exkludiert, also Minze kann immer noch on top kommen. Aber als ein Flavor wollen sie maximal 3 Hauptsachen drin haben. Zum Beispiel Foreplay, Pfirsich, Honigmelone und Cranberry. So, das ist ein Mix, 3 Flavor Maximum. Die sagen, du kannst immer einen Cane dazu hauen. Aber wenn du halt dann in der Bar dir einen Cashmere Peach Foreplay bestellst, dann schauen sie dich an nach dem Motto, das kannst du nicht bringen. Weil zu viel Flavoring von deren Seite abgeht. Die sagen, dann läuft der Kopf nicht, wie wir es planen. Und das ist, finde ich, auch immer wichtig, dass man das bedenkt, wie ihr es auch bedenkt mit dem Setup. Blackburn stellt den so vor, Blackburn will, dass er so geraucht wird. Dann muss man auch die andere Seite dann noch betrachten. Weil dann kriegst du auch die extrem langen Sessions hin, wenn du so deine Köpfe baust. Okay, ich glaube, das meiste, was wir mal gemischt haben an Flavoren, waren 5 Flavor. Mhm. Muss man aber auch dazu sagen, da war Eis mit dabei und von Blackburn eine Schocklinie. Und da haben wir zum Beispiel Famous Apple genommen. Zur Ergänzung zu diesem Famous Apple, Apple Shock, einfach um den Apfel nochmal saurer zu machen, deswegen inkludiere ich das jetzt wieder in einen Flavor. Mhm. Dann haben wir Green Tea gehabt, Lemon Lime von Overdose und Something Icy. Aber da sage ich auch, diese 5 Flavor, Eis nimmst du raus und dieser Apple Shock ergänzt eigentlich nur diesen süßen grünen Apfel. Deswegen, also im Prinzip dann kannst du sagen 3 plus. Dann ist es okay, aber es gibt ja auch so viele Sachen, die schon von Haus aus gemischt sind. Und wenn du dann halt eine Mischung nimmst, sagen wir jetzt als Beispiel, ich kenne die ganzen Aromen von Blackburn leider nicht so gut. Ja, alles gut. Dafür sind wir da. Ja, nehmen wir als Beispiel den Foreplay, weil der ist für mich eine gute Basis. Da hast du schon 3 Sachen drin. Wenn du den dann noch mit irgendwas mischst, weißt du, dass du definitiv eins von den Aromen, gerade der Cranberry ist beim Foreplay so weit im Hintergrund, den merkst du eigentlich nur, wenn du wirklich pur rauchst oder halt mit bisschen Minze. Oder auch gar nicht. Ja, ich habe den noch nie rausgeschmeckt. Ja, den schmeckt man ich ganz. Das wirklich ja, das kommt auf den Kopfbau an und dann ich glaub, schmeckst das du manchmal einfach dann dieses, ja, genau, das gewisse das, etwas, genau, was, das gewisse was etwas, hinten dran steckt. Genau. Und das würdest du dann irgendwie einfach rauslöschen, wenn du dir ein Foreplay zum Beispiel mit New Lemon Lime baust, hast du schon mal 5 Aromen drin. Und wie viel willst du auf einmal schmecken? Mach dir dann noch irgendwie ein Kashmir mit rein und dann hast du eine so dominante Kashmir-Note, die so viele Sachen auf einmal hat. Sehr gut. Was denn? Nebeneinander bauen und wir gehen ja zum Beispiel auf eine homogene Masse. Das ist geil, aber ich habe vorher eine Frage, die nicht wirklich bei Alex interessiert. Eine Sache muss ich aber dazu sagen, zu dem Mixen mit den verschiedenen. Der fickt dich jetzt. Spaß. Nee, also 2 Sachen, die mir jetzt noch einfallen, einfach 2 Sprüche zu dem Thema, wie viele Sorten oder beziehungsweise wie viele Flavor mischt man rein. Weniger ist mehr. Ja. Und viele Farben ergeben halt auch nicht bunt, sondern braun. Und das ist halt genau das Ding. Poet. Was? So habe ich mir gerade ausgedacht. Ja. Was mir? Ja, erzähl. Da gebe ich dir definitiv recht. Und eine einfach eine richtig geile Mische mit Sachen, wo du alles erkennst, ist für mich immer geiler als irgendeine Plörre, um jetzt mal so einen Sündenbock zu nennen, African Queen. Das schmeckt einfach süß und irgendwie ein bisschen nach Frucht und gut ist.
Wallah gut. Ja, aber ja, ja, aber es, ja, machst du mir einmal African Queen, ne? Aber mit ja, FFM. Ja, aber das ist einfach eine süße Plörre, da schmeckt sich gar nichts raus. Wenn ihr das mögt, könnt ihr das natürlich weiter rauchen. Ja, das klar. Ist nicht despektierlich. Ein Gag unter uns. Natürlich. Ja, aber das ist so ein Paradebeispiel, weil er halt so bekannt ist und so weit verbreitet in Shisha-Bars ist. Aber dann hast du zum Beispiel eine Mische wie die, die wir im Stream immer geraucht haben, mit Green Tea, Lychee und Lemon Sweets. Mhm. Das sind drei Komponenten und dann weißt du, okay, du schmeckst von allen irgendwas oder eine Komponente ergänzt nur noch ein bisschen. Mhm. Das ist einfach viel harmonischer als irgendwas zusammengewürfelt ist. Okay, da habe ich jetzt mal eine Frage dazu, weil wir sind zum Beispiel Menschen. Wir wissen, ihr da draußen, ihr geht viel auf Mixology. Wir sind aber noch so, dass wir auch sehr gerne Mono-Flavor pur rauchen, ohne jetzt große Experimente. Also wir wissen dann manche Flavor, ich finde bei manchen Flavoren brauchst du einfach keinen Mix. Natürlich mixen wir auch gerne mal, aber wir sind auch so die Fraktion, die sagt, wenn wir jetzt ein Ice Baby haben, beispielsweise, rauchen wir den auch einfach sehr gerne pur, ohne jetzt noch irgendwas dazu zu mischen, weil der Flavor an sich solo schon so geil ist, dass man auch sagt, okay krass, weißt du, die wenigsten, ich habe das Gefühl, die wenigsten draußen rauchen nur noch Mono-Flavor. Es geht nur noch um Mixen. Mix hier, Mix da, Mix dies. So, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du da gerade bei Tangiers. Ja, also ich. Ist auch mega. Ich halte mich eigentlich an die drei Flavor-Regel meistens. Matcha, grüner Tee. Ja, das ist dann so eine Ausnahme gewesen, ja. Kann sein, auf jeden Fall. Vier oder fünf Sorten. Genau, da waren es vier Sorten, aber hauptsächlich eigentlich nur wegen der Milchnote noch. Ja. Das war so, du hattest das Hauptflavoring und dann kam noch der Milch dazu für das Matcha-Latte-Gefühl. Und ich halte mich eigentlich schon so an das Drei-Flavor-Ding und mach's wenn dann so, dass ich Flavor nehme zum Dazumischen, die das Ganze ergänzen. Unterstützen. Zum Beispiel, wenn ich... Als Base-Note. Genau, wenn ich den Ice Baby jetzt hätte, da ist ja auch Maracuja drin, richtig? Oder liege ich da falsch? Ice Baby, glaube ich. Also, das ist ein Beerenmix mit Grapefruit. Ah, okay. Grapefruit, Erdbeere... Aber Himbeere müsste ich jetzt lügen, was alles drin ist. Aber meiner Meinung nach könntest du, wenn dann, sagen, okay, ich habe in dem Mix jetzt eine gewisse Anzahl an Früchten schon drin. Ich will aber die eine bisschen mehr im Vordergrund haben, dann nehme ich mir noch irgendein anderes Flavoring, das die Frucht auch ist, um das einfach noch so ein bisschen zu fokussieren. Aber nicht, um noch was Neues dazu zu machen. Nee, es geht darum, ob du das noch so, weißt du, wie drückt man das am besten aus? Wir haben damals zum Beispiel, wir haben dieses Mono-Flavor lieben gelernt, indem wir früh angefangen haben, jeden Flavor, den wir neu bekommen haben, pur in einem Tasting zu rauchen. Mache ich auch. Mache ich genauso, wenn und dann auch, wenn ein Flavor unfassbar geil ist, klar kannst du immer rauskitzeln, bestimmte Noten in Vordergrund oder in Hintergrund drücken oder irgendwas Ergänzendes dazu mischen, wo du dann sagst, oha, auf einmal schmeckt der grüne Apfel, der schon grüner Apfel ist, noch mehr nach grünem Apfel. Ja. So, aber wir haben das auch wirklich lieben gelernt, dass wir einfach... Damals Ice Granny zum Beispiel, Dark Side. Ja. Flavor, den rauche ich bis heute noch liebend gerne, einfach pur, ohne mir. Wir haben irgendwann angefangen, damit Mixes zu suchen. Die waren auch geil, aber Ice Granny bleibt für mich Ice Granny. Ähnlich bei dem Flavor. Wo du dann sagst, ich krieg gerade Gänsehaut, weil dieser Flavor, ich weiß nicht, wie viele Kilos ich geraucht habe. Aber Gänsehaut ist mein Spruch. Wahnsinn. Gänsehaut. Also, ihr wisst, was ich meine. Es gibt aber natürlich auch Sorten, wenn du es pur rauchst, da kriegst du die Krise. Also wie gesagt, da denkst du dir, okay, den musst du mischen, weil pur Marigold. Gerade auch die Schocklinie von Blackburn. Marigold. Kann ich persönlich nicht pur rauchen. Was ist Hagebutte oder so, ne? Ja, ich finde furchtbar. Schmeckt einfach nach Erde. Ich würde auf dieses... auch auf den Spielplatz gehen und Sand reinschmecken. Ich auch nicht brauche. Es ist halt maximal eine Bassnote. Und ich würde das Thema auch nochmal aufgreifen, meinen Senf dazugeben. Ich finde diese drei Aromenregel, also ich rede einfach mal von drei Monoaromen irgendwo, wenn man das so sagen kann. Ich achte da tatsächlich gar nicht so krass drauf wie ihr. Ich gucke immer mal wieder drauf, dass es nicht zu wild ist, aber zum Beispiel sind so zwei, drei Flavor, die mir direkt einfallen. Beispielsweise Must-Have Pinkman, Must-Have Purpool. Das sind für mich Flavor, die eigentlich schon fertig sind, weil es Mixes sind, die schon fertig sind. Mhm. Für mich sind die aber so fertig, dass das für mich ein Aroma ist. Ja. Für mich gilt es als ein Aroma und ich würde dann zum Beispiel auch einen Pinkman mit zwei anderen Sachen mischen. Da gucke ich dann nicht drauf, ob bei Pinkman vier Aromen schon drin sind. Finde ich aber legitim, weil der Pinkman echt sehr dominant einfach nach Pinkman schmeckt. Ich könnte keine einzige Sache jetzt definieren, eine wonach Himbeere schmeckt. Ja, vielleicht eine Himbeere, aber für mich ist er so eine Richtung rotes Weingummi. Ja. So, und sehr süß einfach. Ja, auf die und da weiß ja auch nicht, was im roten Weingummi drin ist. Das ist halt rot, Digga. Was,
Also und das sind halt so legitime Flavor, wo ich sage, hey, ich achte da gar nicht so krass drauf. Bei einem Fortnite, bei Tengis zum Beispiel. Was denn? Pinkman wird wie Maggi. Jetzt beispielsweise bei einem Tengis. Tengis achtet ja krass darauf, wie viele Aromen da drin sind. Und bei den Russen ist es viel mehr so. Da sind auch gefühlt schon 10 Aromen drin, aber du schmeckst nur 3. Weil die anderen 7 beispielsweise einfach nur Geschmacksträger, unterstützende Base-Aromen, die mit in dem Flavor drin sind. Und da finde ich es gar nicht so schlimm, wenn du dann mehr hast, als das, was du quasi jetzt mit 3 Aromen beschreibst. Du kannst ja dann auch bestimmte Aromen kombinieren, dass es mehr nach dem schmeckt, nach was es schmecken soll. Ja, genau. Das ist ein perfektes Paradebeispiel für mich, weil ich hasse cremigen Tabak auf den Tod. Also kann ich gar nicht ab. Und sehr, sehr viel Virginia auf, sehr, sehr viel Zitronentabak auf Virginia-Basis hat immer einen cremigen Vanillegeschmack mit dabei. Oder Teig. Oder teigigen Geschmack. Das hat einfach damit zu tun, dass das Aroma an sich nicht so stabil ist und die wollen halt noch eine Unternote mit drin haben, dass du über den kompletten Kopf halt einen ähnlichen Geschmack hast, weil die Zitrone geht irgendwann in den Hintergrund. Und es gibt ganz wenige Zitronentabaks, die wirklich auch reine, saure Zitrone sind und die das auch lange halten. Und das ist auch so ein Punkt, warum manchmal Aromenmixes halt einfach zustande kommen. Deshalb kannst du oft halt auch was Cremiges mit Zitrone rauchen, weil du ja schon die Base-Note irgendwo mit drin hast. Also ich würde sagen, so wenn man so ein bisschen in diese Mixology einsteigt, ne, du brauchst deinen Monoflavor, du brauchst vielleicht mehrere Monoflavor, dann hast du vielleicht schon so einen Grundplan, das könnte mit dem gut harmonieren. Dann probierst du das aus. Dann merkst du, entweder die sind beide 50-50, kommen beide gut hervor, ne? Man hat genau den Mix, den man sich jetzt vorgestellt hat, oder man merkt, der eine Mix tritt in den Hintergrund, verstärkt aber den anderen. Ja. Und dann bist du wieder so bei einem Monoflavor, dass du auf einmal einen Flavor rausgefunden hast. Hallo? Die war doch nicht mehr drauf, Bro. Was? Die war oben drauf, als ob die noch was gibt. Ja. Ich hole dir gleich noch einen. Das ist okay. Nee, aber dass du dann quasi wieder einen neuen Mono-Flavor kreiert hast. Wo du dann sagst, okay, du hast mit dieser Kombi einen neuen Mono-Flavor und mit dem kannst du dann wieder Mixology starten und sagen, okay, die zwei Kombi sind so und wenn ich noch einen dritten oder einen vierten dazu packe, was passiert dann? Ja. Dann kann es passieren, dass du halt sagst, okay, es schmeckt jetzt halt irgendwie nach gar nichts, weil sich alle Aromen irgendwie gegenseitig ausstechen. Aber es kann halt auch wirklich geiler Scheiß bei rumkommen. Ja, was ich halt immer sehr, sehr gern mache, wenn ich Mixes mache, ich bediene mich halt an Sachen, die man so auch normal kennt. Zum Beispiel die ganzen Teemischen, die wir geraucht haben. Alles irgendwie in die Richtung, Mocktails, Teesorten. Ja, genau. So hier, wir haben jetzt ein Eistee Litchi gemacht. Wir haben ein Iced Tea Wildberry, wir haben ein Matcha Latte nachgemacht, so von der Idee. Und das finde ich dann halt immer geil, weil dann hast du greifbar irgendeinen Geschmack, den du nachahmen willst und weißt, okay, ich mache jetzt ein bisschen mehr von dem, was haben wir genommen, von Darkside, den Milch. Killermilk. Ja, Killermilk. Da mache ich halt noch ein bisschen mehr davon rein für das Milchige oder vielleicht ein bisschen mehr vom Honig, um eine Süße zu haben. Versuchen, Sachen nachzukreieren, das finde ich immer sehr, sehr geil. Aus dem Lebensmittelbereich, ganz einfach. Übel geil, Übel geil. Das wäre Black Bun ja auch schön mit dem Brownie und zum Beispiel der Orange. Dann hast du auf einmal Messino-Keks oder wie auch immer das Ding heutzutage geschmeckt. Ja, das Mikro ein bisschen höher. Schmeckt 1:1, ist genial. Ja. Ja. Aber ist klar, also Getränke, Lebensmittel, alles, was man irgendwo kennt, sei es jetzt irgendwie eine Gurkensoda, manche Komponenten passen einfach zusammen. Genau wie der Aquafresca ist ja auch einfach Gurkensoda von der Idee. Und ich finde es immer geil, wenn so Sachen nachempfunden werden. Und kannst gerade halt auch nicht neu empfinden. Ja, genau. Und jeder, der sagt, so Gurke rauchen, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man die Möglichkeit hat, mal einen Cucumber Lavender oder einen Aquafresca zu rauchen, ja auch. Summer Resort ist einer unserer Favorites tatsächlich. Es ist so geil, weil es halt so eine andere Frische gibt und halt auch mal eine richtige Abwechslung. Und nicht einfach nur Frucht oder... Aber genau das an diesen realen Lebensmitteln orientiert, genau den Gedankengang hatte ich, als wir in Thailand waren. Und da war mein Favorite Mango Sticky Rice. Unfassbar geil. Und dann habe ich dann auch überlegt, okay, wie kriege ich den zu Hause hin? Habe da eine Kombi ausprobiert. Aber dieser zum Beispiel Mango Sticky Rice ist dann so, zum Beispiel nehme ich dann Milrick Mango. Der hat aber noch so diese würzige Note.
Da kannst du dann zum Beispiel wieder nur mit zum Beispiel 5% Nutsmix oder so spielen. Ja. Und ein Hauch Kaschmir, der dir dann eben genau dieses Würzige gibt. Und ich sag's dir ganz ehrlich, es hat original geschmeckt wie Mango Sticky Rice. Also keine Ahnung, das hat mir so gut geschmeckt, dass ich es rauchen wollte. Mhm. Ja, das ist, und sowas finde ich dann halt immer richtig geil. Wenn du auch jedes Mal, wenn ich ins Office gefahren bin für einen Stream, direkt erstmal die Mische mit Green Tea und Lychee gebaut, weil es einfach geil war. Und du wusstest, okay, ich will jetzt genau das Ergebnis, und wenn der Kopf dann wirklich on point vom Mischungsverhältnis ist, gerade wenn du halt sowas, ich sag jetzt mal, Authentisches nachbauen willst, was du irgendwo herkennst, dann muss der Mix halt auch ziemlich genau sein. Aber wenn es dann genau auf den Punkt ist, so ist übel geil. Und gerade dieses Tüffeln daran zu arbeiten, das genau nachzuahmen. Ich meine, es wird in einigen Fällen auch nicht der Fall sein, dass du okay sagst, die Komponente, die Komponente, die Komponente. Und dann denkst du dir, okay, es schmeckt wie das Produkt. Nein, da fehlt dir noch irgendein Fünkchen, wo du dann sagst, okay, krass, eigentlich hast du es ja gar nicht im Flavor, aber du erzielst damit genau das, dieses Ergebnis, was du haben wolltest, wie zum Beispiel bei Mango Sticky Rice, ein Touch Kaschmir mit rein und Nuss. Hm. Das ist dann zum Beispiel so Sachen, da musst du dir Gedanken machen. Das macht auch Spaß, sich darüber Gedanken zu machen. Ja. Weil du hast, du tüffelst da wirklich dran in deinem Kopf, machst dir eine Pfeife an und überlegst dir so, okay, okay, was kommt jetzt, was muss ich machen? Ich kenne es halt aus dem Freundeskreis von mir. Es gibt halt so viele Leute, die halt auch einfach nicht das Interesse haben, sich damit zu beschäftigen mit Mixes. Auch legitim. Ja, ich werde so oft angeschaut nach dem Motto, willst du mir den Kopf bauen? Ich weiß nicht, was ich mischen soll. Ich glaube, das hat jeder hier schon oft genug gehört. Zu Genüge, und, ja. Nein. Ich kann das komplett nachvollziehen, wenn Leute einfach keinen Bock haben, sich damit zu befassen. Aber ich finde das eigentlich eine so geile Sache, weil du so viel mehr rausholen kannst. Falls ihr Mixvorschläge braucht, dann könnt ihr Academy oder Installewski schreiben. Das macht ja auch die Leidenschaft aus. Nochmal eingeblendet. Okay. Safe, wir haben es ja auch schon öfter besprochen, das ist die Leidenschaft, irgendwo auch das letzte bisschen noch rauszukitzeln, wo du sagst, das ist originalgetreu, so wie ich es mir vorgestellt habe, ob es Lebensmittel, Cocktails, Mocktails, was auch immer das sind so die Sachen. Und da kommen auch so die Inspos, ja. Schnitzel mit Pommes. Ja, oder irgendwie grünen Curry mit Reis und Fisch. Sucuk oder so. Oder Beef Grill oder sowas. Fischsoße vor allem. Oder Salami. Oder Brot. Wie gesagt, da kommen wieder hat aber mit. Seine Berechtigung. Ja. Es ist Möchte. Was komplett anderes. Reden wir über Salami gerade oder, ja. oder Bacon? Beide schlimm. Beides. Beide schlimm. Beef Grill, Bacon, Salami. Zum Beispiel in Russland benutzen die auch Salami als einfach nur quasi wie ein Gewürz, wie Kaschmir. Ach so. Wo du das dann komplett, wo du denkst, du siehst den Mix, da sind verschiedene Früchte drin, Salami, wo du denkst so, Bruder, naja. Was ist los mit dir? Und dann baust du die nach. Das nach, dann denkst du dir, Junge, wie kommt man auf so eine Idee, Salami in einen Fruchtmix mit reinzumachen und irgendwie aber ist es geil. Das kann ich mir schon gut vorstellen, gerade weil du halt dann wieder das süß und salzig hast. Weil Tangiers Bacon schmeckt einfach nach übel versalzenem Hundefutter. Also der ist echt... Kann man empfehlen also? Definitiv sehr geil. Das esse ich auch ganz gerne. Nee, aber das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber du musst halt sozusagen einmal den Mut haben und sagen, hier, das mache ich jetzt, das probiere ich jetzt aus. Anders findest du es nicht raus. Da musst du einfach ein kreatives Köpfchen sein und dann go, gib ihm. Genau, jetzt warte ich nur noch drauf, dass irgendeiner meint, er müsste eine Salami nehmen, sie aushöhlen, auf den Kopf stecken und den Tabak reinzutun. Ich glaube, so Leute würde es machen. Ich fände es geil. Sollen wir jetzt machen? Ich bin mal gespannt. Ich habe Salami zufällig im Kofferraum dabei. Ja, dann Abfahrt, oder? Nee, aber jetzt, also zum Beispiel in Russland ist das ja nochmal mehr verbreitet mit den Hookup-Battles oder sowas, ne? Wo Leute sich wirklich Gedanken machen, was können wir für, also als Bowl-Ersatz nehmen. Und dann gibt es da die wildesten Sachen. Die nehmen Gurken, Orangen, ich meine Orangen oder so Früchtesachen, das sieht man vielleicht nochmal bei einem Fruchtkopf. Oha. Da ist mir was runtergefallen. Ist ja auch irgendein Hä? Gute Case-Qualität. Digga. Das ist das erste Sample, was ich je hatte. Und dieser Schlauch hier ist schon so ausgeleiert. Das ist eine Lüge. Guck mal hier. Boah, Digga, der ist so weit drauf gerutscht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Du würdest doch jetzt keinen Serrano-Schinken mit Pfeffer packen, weißt du, ich meine, so ein ganz Schinken, zack. Ich habe schon gesehen, dass Leute das mit einem Schweinekopf gemacht haben. Ja, so, aber... Ungelogen, das habe ich dir damals gezeigt, ja, das Video. Aber ich finde... Das ist pervers. Ja, irgendwo hat es auch eine Grenze, meiner Meinung nach. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, okay, manche Leute, ne, warum benutzt man beim Kochen teilweise Zitronenschalen? Weil die nochmal ein anderes Aroma abgeben als die Zitrone selber. Und wenn du sagst, okay, du nimmst eine Zitrone und machst da deinen Kopf drauf, weiß ich nicht, wie es am Ende wird, aber
der Gedankengang, so, es könnte was werden, wäre schon für mich interessant genug, um es mal ausprobieren zu können. Ja, so. Gebe ich dir recht, aber ich sehe da einfach keinen Grund drin, weil ich finde halt einfach in einem Kopf aus Ton hast du einfach die beste Performance, weil das wird alles... Mit Butcher natürlich. Es wird alles rundrum optimal warm und das merkst du ja schon allein, wenn du dann einmal einen Kopf hast, der nicht gut von der Qualität ist oder der Tonqualität, der die Hitze nicht einfach geil transportieren kann, dass der Kopf halt einfach nicht so geil läuft. Ja, finde ich auch. Neue Video-Idee. Die Hookerbusters. Wristbusters. Zu Hookerbusters. Ich habe tatsächlich noch eine Sache, vielleicht abschließend, außer ihr habt noch irgendwelche Anregungen. Eine Sache haben wir noch. Passend zu dem Thema jetzt noch das da? Das weiß ich nicht, aber wir haben vorhin das Thema homogene Masse angesprochen. Lass mich meine Sache dazu bringen und dann passt es, glaube ich, ganz gut. Okay, du darfst. Und zwar würde mich interessieren, Dankeschön, der Herr, mich würde interessieren, wir hatten gerade deinen Part, dass du sagst, Pfanne, Tangiers, von Anfang an bis jetzt, ist auch dein favorisiertes Setup. Mich würde interessieren, bei Stefan habe ich das Gefühl, dass es damals auch mit Pfanne war, ja. Bei Tangiers jetzt zum Beispiel. Ich nehme nochmal Tangiers einfach als Beispiel. Und ich würde sagen, dass du in den letzten ein, zwei Jahren schon auch in die Richtung gegangen bist, dass du Tangiers jetzt primär in einem Meerloch rauchst. Ist das korrekt? Es liegt halt auch oft teilweise daran, das kommt der Punkt mit homogene Masse. Ich bin halt auch ein Fan von Sachen mischen, damit die ungefähr eine Hitzeverträglichkeit erhalten. Mhm. Und wenn du die halt komplett mischst, sollte eine homogene Masse entstehen. Mhm. Deswegen gibt es ja auch, glaube ich, jetzt diverse Mixschalen und so weiter. Mhm. Und dann kriegst du halt hin, dass diverse Tabaksorten, Marken, wie auch immer, auch Aromen, die theoretisch nicht zusammenpassen würden, weil sie andere Hitzeempfindlichkeiten haben. Blends, von mir aus, genau. Dass die dann wirklich in dem Matsch, den du dir erstellt hast, diese eine gewisse Temperatur erhalten, wo du dann sagst, okay, die rauche ich jetzt mit 2,5 Kohlen, da passt, mache ich da 3, dann wird irgendein Ingredient wird dann ein wenig zickig. Das ist halt immer wieder bei einer homogenen Masse halt dann die Frage, wie lange brauchst du, um herauszutesten, was für eine Hitze läuft optimal mit dem Mix? Bedeutet, du bist damals von diesem Standard-Tangiers-Kopfbau im Pfanne irgendwann darüber hinaus dazu hingegangen, zu sagen, hey, ich will auch gerne andere Blends miteinander mischen und beispielsweise bei einem Tangiers-Blend-Mix mit einem anderen russischen Hersteller, ja, nimmst du jetzt lieber einen Meerlochkopf, weil du diese homogene Masse besser in einem Meerlochkopf für dein Verhältnis, für dein Anliegen einfach besser dargestellt bekommst. Habe ich dann also bessere Geschmackserlebnisse erzielt als mit einem Funnel. Das eine schließt das andere nicht aus. Wie gesagt, ab und an mixe ich den Quatsch dann quasi auch mal in Funnel und guck, wo es besser funktioniert. Ob ich es dann dance drauf. Also effektiv kannst du dir die 250 Gramm gefühlt komplett in Dutzenden von Variationen zusammenbauen und es schmeckt gefühlt immer wieder anders. Und dann auch teilweise kohleabhängig, hitzeabhängig. Wie fest habe ich heute angedrückt? Das ist alles. Der Kopf kann jedes Mal anders schmecken. Was auch immer ein Riesenfaktor ist, weil ich rauche ja eigentlich fast nur noch Tangiers oder eigentlich nur noch Tangiers. Wenn ich zum Beispiel zu meinen Jungs in die Halle abends fahre und auf dem Weg dahin regnet, weiß ich schon, es werden heute keine leckeren Köpfe. Also ich finde Tangiers, gerade die reinen Fruchtaromen ohne Kaschmir oder sonst was, sind so wetterabhängig anfällig. Und da kann es halt einfach sein, dass du dir... Okay, Fourplay ist schlechtes Beispiel, weil der schmeckt eigentlich immer, aber gerade sowas wie Blackberry Lime ist, finde ich, sehr, sehr anfällig. Den baust du dir bei schlechtem Wetter und der schmeckt einfach nicht. Und da sind andere Hersteller wesentlich entspannter. Bei so einem Blackburn ist es meiner Meinung nach gefühlt egal, was für Wetter es ist. Da kannst du auch draußen richtig regnen und der läuft trotzdem besser als ein Tangiers im Vergleich. Ich sag mal, du musst es regionspezifisch ausmachen. Also wir haben jetzt auch schon, wir haben das auch gemerkt, dadurch, dass wir viel mit den Russen zusammenarbeiten, sehr eng mit den Ambassadoren und Mitarbeitern von Blackburn aus Russland, die ja auch international sehr unterwegs sind. Die haben auch schon festgestellt, haben gesagt, normal musst du länderspezifisch die Produktion machen. Weil zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal ein Ice Baby. Ein Ice Baby rauchst du in Russland, der schmeckt dir super gut. Du nimmst den Ice Baby, genau die gleiche Dose, aus der du geraucht hast, nimmst du mit nach Dubai, ja. Und dieser Kopf schmeckt anders. Das gleiche habe ich auch gehört von den Brasilianern. Wir haben nach der Messe abends noch vorm Hotel gesessen. Die haben gesagt, in Deutschland lieben sie es, alles Mögliche mit Kaschmir zu rauchen, in Brasilien hassen sie es.
Also die Flavors sind auch, gebe ich dir 100% recht. Also das ist da sehr, das liegt dann an der Luftfeuchtigkeit, an der Höhe, damit haben wir uns auch... Malik hat es mir auch erzählt. Genau, auseinandergesetzt, auch in dem Interview mit Marek hatten wir es auch genau über diese Thematik. Das finde ich auch ein sehr interessanter Punkt. Da würde es mich mal interessieren, genau welche Parameter da das beeinflussen, dass es dann genau so kommt. Wir haben das ja schon mal gehört bei der Thematik, dass es sowas gibt. Für viele Leute ist es wahrscheinlich zum ersten Mal, dass sie jetzt hören, dass es Unterschiede gibt, was die klimatischen Verhältnisse angeht, wie ein Blend, wie ein Aroma sich verhält irgendwo. Für mich hörte sich das auch eher nach Hokuspokus an, aber es hat irgendwo was, was ja mit Essenz quasi. Ja. Aber ja, ist schon sehr, sehr wild, wie weit du da auch noch drüber diskutieren kannst. Und viele sagen ja auch, dass es wirklich so ist. Also ist jeder, der seine Pfeife mal mit ans Meer genommen hat, der wird merken, allein durch die Salzwasserluft etc. pp. Schmeckt der Kopf ganz, ganz anders. Also dementsprechend Temperatur, Wetter ist wirklich ist ein Faktor. Keine Frage. Ja. Ich meine, du hast ja auch gesagt, ne, dass Blackburn besser bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen läuft. Mich würde wirklich interessieren, wie der zum Beispiel in Russland oder anderen Ländern, wie da Blackburn schmeckt. Die Flavor, die wir jetzt hier haben. Und ich glaube schon, dass Blackburn so ein sehr Complete-Produkt ist. So, dass man sagen kann, ey, der ist sehr flexibel. So, der kann sich an viele Sachen anpassen. Vielleicht schmeckt er dann ein bisschen anders. Aber das ist jetzt für mich nochmal geil mitzunehmen, so zu testen, okay, wie verhält er sich denn, wenn jetzt draußen Gewitter schallert? Ja. So, dann mache ich mir meinen Kopf an und vielleicht ist das wirklich ein Unterschied. So, habe ich noch nicht ausprobiert oder nicht drüber nachgedacht und jetzt dann meine Ergebnisse irgendwie festgehalten. Aber da schlägt mein Herz höher, weil ich weiß, okay, ich habe was Neues zum Ausprobieren, wo ich sagen kann, probier's mal aus. Ja, genau. Probier's mal aus, du wirst es merken. Mhm. Und dann riecht der Tangis auch ganz anders beim Aufmachen. Dann hast du gleich diesen Sojasoßengeruch mit drin. Was mich hier jetzt einfach mega interessiert, warum du sagst, okay, für dich ist Funnel das Go-To-Setup. Was weißt du daran zu schätzen? Wieso machst du das so, wie du das machst? Und dann würden wir gerade nochmal dann einfach bei Mehrloch auf das Thema anspringen. Ja, einfach, weil ich für mein Empfinden das Maximum aus dem Tabak rausholen kann, plus Rauchdauer. Also ich bin ein Mensch, ich habe einfach keinen Bock, jede Stunde einen neuen Kopf anzumachen, wenn ich am Abend mal rauchen will. Und für mich ist da der Funnel einfach the way to go, weil bei einem Funnel, ich baue meine Köpfe auf 2 Stunden, habe ich schon mal das Doppelte an Rauchdauer. Und wenn ich nutze eine ähnliche Menge an Tabak wie für einen Mehrlochkopf, aber bekomme halt potenziell das Doppelte an Zeit gefühlt raus. Deshalb gibt es für mich halt wenig Gründe für einen Mehrloch und ich mag einfach das Rauchverhalten im Funnel mehr. Ist ja alles subjektiv. Ja, um Gottes Willen, also wir rauchen auch Funnel, auch sehr gerne mit Tenches. Gerade diese Oldschool-Vibes im Sommer finde ich mega nice. Funnel, Alu, Apple on top, let's go, Feeling unschlagbar. Was wir sind im Prinzip in diese ganze Materie reingestiegen, direkt mit Mehrloch, haben dann diesen Funnel-Hype ein bisschen aufgegriffen, haben dann auch wirklich 3-4 Monate, wo wir gesagt haben, eigentlich würden wir schon lieber unser Go-To-Setup brauchen, wo wir dann gesagt haben, wir probieren die verschiedensten Funnel aus, wie, wo, was. Und da haben wir einfach festgestellt, dass für uns im Mehrloch kannst du flexibler arbeiten, gerade auch was Schichten etc. pp. Angeht. Ich finde, du kannst bei einem Funnel die Stärke nicht so gut bestimmen, wie wenn du das in einem Mehrloch machst. Und für uns ist es auch mittlerweile, keine Ahnung, gerade was die Tenches, klammer ich jetzt einfach auf, bei Tenches wurden wir eines Besseren belehrt und wissen aber auch, wie es OG ist. Wir haben auch gedacht am Anfang, Tenches im Mehrloch, schwierig. Da haben die Tschechen uns gezeigt, okay, krass, was du da rausholen kannst. Aber auf ich weiß Fall, auch, diesen Tenches im Funnel zu schätzen. Was wir einfach so bei russischen Blends gemerkt haben, die Aromen entfalten sich für uns, für unser Empfinden im Mehrloch einfach besser als in einem Funnel. So, das ist eigentlich das, was ich dir... Du hast meiner Meinung nach auch mehr Aroma, definitiv, aber halt wieder für einen kürzeren Zeitraum. Und das ist halt bei mir dann der springende Punkt, den ich nicht einsehe. Nee, also wie du es gerade formuliert hast, ist genauso, würde ich es auch sagen. Und ich glaube, da ist auch dann der große Unterschied Rauchdauer. Ja. Der im Prinzip die beiden Setups unterscheidet und je nachdem, wo man halt gerade dran ist, ob man eine längere Session abends machen will oder halt nicht, kann man darauf zurückgreifen oder darauf. Wobei, abends halte ich meistens nicht so lang durch. Weiß ich.
Ja, aber gebe ich euch voll und ganz recht. Ja. Was aber heißt, dass eigentlich beide Setups ihre Berechtigung haben. Auf jeden Fall. Und das sagen wir ja immer wieder. Jeder wirklich einfach für sich. Jeder wie er will. Und jeder wie er will, jeder muss für sich rausfinden, wie rauche ich das am liebsten, wie rauche ich das am liebsten. Es hat auch subjektiv. Keiner, ich finde es auch, zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, ich bin irgendjemand, ich rauche Tinges am liebsten im Funnel, aber die russischen Sachen rauche ich im Meerloch. So, das muss einfach jeder. Also ich muss sagen, bei mir ist es so, dass ich immer noch bei Tinges sehr, sehr häufig zum Funnel greife. Immer weniger geworden jetzt, aber wenn ich Tinges rauche, dann gezielt im Funnel, bin ich ganz ehrlich. Ich kann das mittlerweile auch im Meerloch rauchen und ich finde es auch gut und ich kann es auch selber bauen. Jakob zum Beispiel raucht seit 3 Jahren, glaube ich, nur noch Meerlochköpfe mit Tinges. Und ich habe ihm immer gesagt, hey, das ist nichts für mich. Und auch wenn du mir die Köpfe zum Beispiel gezeigt hast und so, finde ich Tinges im Funnel tendenziell immer noch ein Stück geiler. Aber es hat doch was im Meerloch. Mhm. Aber wenn ich gezielt sage, ich rauche jetzt einen Kopf Tinges, nehme ich eher einen Funnel als einen Meerloch. Und da auch wieder, was wir vorher am Anfang angesprochen haben, der Hersteller denkt sich ja was bei seinem Produkt. Ja. So rauchst du es am besten, heißt aber nicht, dass du es nicht auch anders rauchen kannst. Ja, schön gesagt, Bruder Herz. Stefan, du wolltest gerade noch was sagen. Subjektiv. Subjektivität ist der Key. Dankeschön. Okay. Ist das quasi das Schlusswort für uns? Das ist das Schlusswort. Ich weiß nicht, wie das ganze Format ausgestrahlt wird, ob das in voller Länge hier auf dem Channel jetzt bei uns kommt. Schlusswort würde ich noch nehmen, ihr könnt gerne mal Werbung für euren Channel machen, dass wir sagen, hey, solche Themen können in Zukunft auch weiterhin bei euch auf dem YouTube-Channel auch gesehen werden, könnt einfach ein bisschen was zu erzählen. Ihr habt ja auch jetzt einen YouTube-Channel seit 1-2 Tagen, ihr könnt ja sagen, was ihr darauf macht, was für Content schon vorproduziert ist, was das Ziel ist. Wir haben ja jetzt hier so eine Talkrunde gemacht, was wird bei euch auf dem Channel kommen? Ihr seid erstmal Hookademy auf Insta, das wurde eh schon eingeblendet, aber ihr seid jetzt auch mittlerweile zusammen auch mit Blackburn auf einem eigenen YouTube-Channel. Erzähl uns was. Yes, also Hookah Night Talk ist das Stichwort. Das ist quasi der Channel, der jetzt neu kreiert wurde nach der Messe. Da werden jetzt erstmal diese Interviews von der Messe hochgeladen. Und jetzt wollen wir... Was für Interviews von der Messe? Das muss ich sagen. Ja, also Interviews mit verschiedenen Leuten aus der ganzen Szene. Ne? Wir haben Blackburn Russland dabei, der André zum Beispiel. Wir haben mit Marek von Cosmo Bowl... Genau, mit dir natürlich. Severny, habe ich gesagt. Ja, mit auch, genau. Mit Babuka von Darkside. Mhm. Ne? Mit Mo von Aeon. Einfach so diese ganze Bandbreite von verschiedenen Persönlichkeiten aus der Shisha-Szene mitzunehmen. Und jetzt wollen wir da noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Und wir wollen Leute uns dazu holen, mit denen wir genau solche Talkrunden machen können, wo wir tiefer einsteigen können, über verschiedene Sachen sprechen können, genau wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Ne? So diese Unterschiede zwischen Blackburn und Tinges zum Beispiel, Funnel und Meerloch. Und da, das ist ein riesiger Pool von Ideen, die wir da haben, was man alles machen kann. Also wenn ihr noch Ideen habt, dann haut uns gerne an, schreibt uns auf Instagram und gebt eure Ideen weiter. Und wir sind sehr gespannt, was da noch kommen wird. Und was unser Ziel mit dem YouTube-Projekt ist, erzähl weiter. Was unser Ziel mit dem YouTube-Projekt ist, ist einfach mehr Educational Content im Sinne von Darkblend. Nicht nur Blackburn spezifisch, sondern wirklich diese komplette Bandbreite, dieses komplette Spektrum, das uns geboten wird, aufzunehmen und euch weiterzugeben. Das ist eine Herzensangelegenheit von uns, dieses Projekt. Hat schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen, auch gerade die Planungsphase. Das ist, ich sage jetzt einfach mal, unser Baby. Mhm. Und wir hoffen, dass euch das genauso gut gefallen wird wie uns. Ja, also die Formate in der Richtung haben wir schon so mal angeführt auf unserem Channel. Ihr wart beide schon da. Falls ihr dazu noch mehr sehen wollt in Zukunft, könnt ihr sehr, sehr gerne mal den Account auf YouTube abchecken. Lasst gerne auch schon ein Abo da. Talkshows, Interviews, Educational Content sind die Stichworte. Wird auf jeden Fall guter Content sein. Checkt das gerne aus. Ansonsten... Vielen Dank. Ich würde einfach nochmal Alex, falls der Insta-Blog-mäßig irgendwas hat. Alles schon. Mach gut, dann alles. Regal, Tangiers, Instalewski, alles schon da. Also für Teambewertung auf FIFA, für Ultimate Team oder Mixvorschläge könnt ihr Instalewski auf Insta schreiben. Ich weiß, wo du wohnst, Digga. Und dann würde ich einmal gerne noch den Stefan vorstellen. Teambewertung nicht nur die Nachbarschaft. Ja, doch, du musst auch rein. Hier, ihn haben wir noch gar nicht genannt. Und zwar, aber die Instas sind eh schon eingeblendet gewesen am Anfang, aber du kannst... Ich würde gerne was sagen, weil das ist der liebe Stefan von Hooker Bars und wenn ihr den lieben Stefan mal sehen solltet, dürft ihr dreimal reiben und euch was wünschen. Na, klasse. Ich freue mich auf eure Wünsche. Freut mich, dass alle dabei waren. Alle Instas sind eh eingeblendet, checkt die Jungs mal aus. Vielen Dank auch nochmal ins Glashaus, ist auch nochmal eingeblendet, dass wir hier sein durften. Vor allem für die Gastfreundschaft. Vielen, vielen Dank. Und ansonsten, lasst dem Video gerne ein Like da, Kommentare.
full ballern. Und ansonsten checkt die Jungs aus und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do I, do I, do I. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do I, do I, do I.